Also Gründe für eine Corona-Impfung gibt es natürlich ganz viele. Zunächst einmal ist man dadurch geschützt, sehr gut geschützt vor schweren Verläufen und vor schwerer Krankheit und vor allem auch vor Todesfällen. Wir schützen uns aber nicht nur selbst, sondern auch andere. Man überträgt das Virus schlechter, wenn man geimpft ist. Also man hat einen Schutz auch für seine Familie, für sein Umfeld. Und wenn man an die Gesellschaft denkt, wir wollen ja alle raus aus der Pandemie und durch die Impfung kann man einen guten Beitrag schaffen. Ja, die mRNA-Vakzine funktionieren mit einem Trick. Wir reagieren ja mit unserem Immunsystem dadurch, dass das Immunsystem das Virus sieht. Und die mRNA, die hat den Bauplan dieses Oberflächenstücks des Virus, das das Immunsystem sieht. Und den Bauplan bringen wir in unsere Zellen ein. Die Zellen machen dann dieses Stück, das aussieht wie ein Virus, und unser Immunsystem reagiert dagegen. Das können Sie nicht. Wir haben ja in jeder unserer Zelle Millionen von mRNAs, ganz natürlicherweise. Jetzt kommt noch eine dazu und die ist wie alle anderen Millionen von mRNAs, die wir in unseren Zellen haben, nicht geeignet, um unser Genom zu verändern. Die vektorbasierten Impfstoffe, die verwenden einen ähnlichen Trick wie die mRNA-Impfstoffe. Auch da wird dieses Spike-Protein, diese Oberfläche des Virus nachgeahmt, nur bringt man den Bauplan für dieses Spike mit einem, wir nennen das Helfervirus, in die Zelle. Der übernimmt quasi den Transport für diesen Bauplan. Und das ist das Adenovirus und darum heißen die Adenovirus-Impfstoffe. Ich denke, wir haben mittlerweile über 1 Milliarde Impfdosen verimpft weltweit und es gibt eigentlich keinen Impfstoff, der mir bekannt ist, der ein besseres Sicherheitsprofil hat. Das heißt, wir haben genügend Experimente, wenn man so will, im Menschen gehabt. Der Impfstoff ist extrem sicher und ich würde jetzt nicht auf einen anderen Impfstoff warten, sondern den mRNA-Impfstoff nehmen. Man kann das so sagen, wir haben, wie gesagt, für Geimpfte eine schlechtere Empfänglichkeit für das Virus. Das heißt, die werden weniger infiziert und auch werden deutlich weniger krank, während die Ungeimpften, die werden infiziert. Und früher oder später, je nachdem wie stark das Virus jetzt in der vierten Welle auf uns zukommt, wird jeder infiziert, der nicht geimpft ist. Vollständig geimpft ist, dann haben wir immer noch einen sehr guten Schutz im Bereich von über 90% gegen schwere Verläufe und schwere Krankheit. Also wer sich impfen lässt, ist auch gegen die momentanen Varianten sehr gut vor Krankheit geschützt. Also neuere Studien sagen, dass wir durchaus auch ansteckend sein können, wenn wir geimpft sind. Wir können also angesteckt werden und das Virus weitergeben. Allerdings nicht im gleichen Maß wie Ungeimpfte. Man geht davon aus, vor allem, dass die Dauer, in der man ansteckend ist, auf wenige, ein, zwei Tage begrenzt ist. Also wenn die Unsicherheit daher kommt, dass die Art des Impfstoffes suspekt ist, dann muss man wissen, dass es natürlich schon jahrzehntelange Forschung mit mRNA als Impfstoff und auch mit Adenoviren als Impfstoff gibt. Und wenn Sie denken, das Virus kann mir sowieso nichts antun, ich bin Superman, dann denken Sie, ja, als Superman kann mir ein Impfstoff auch nichts antun.